Wir sind Meister des Handgepäcks. Alle unsere Produkte sind händisch geformt aus regionalen Rohstoffen. Wir sind 27 Mitarbeiter, 13 in der Backstube, der Rest im Verkauf. Von den 13 Bäcker gibt es 4 Lehrlinge. Die Neber-Schnuppertage sind eine Aktion, damit man neue Unternehmen gewinnt, um auch Praktikas zur Verfügung zu stellen, die ja auch im Rahmen von Jugendcoaching normalerweise akquiriert werden während des Jahres. Da mein Opa Bäckermeister war und meine Mutter in einer Bäckerei gearbeitet hat und ich mit 8 Jahren immer mitgefahren bin, hat mich der Beruf immer schon interessiert und jetzt hätte ich die Möglichkeit, dass ich das selber lerne. Schnuppertage generell, also auch die Neber-Schnuppertage sind einfach extrem wichtig, weil die Jugendlichen ein Bild davon bekommen, was es heißt, wirklich im Traumberuf zu arbeiten. Die Vorstellungen entsprechen oft nicht der Arbeitsrealität und wenn ich wirklich einen Tag lang mitarbeite, dann erlebe ich genau, was es heißt, Bäckerin zu sein, dass ich hier in der Früh anfangen muss, dass ich den ganzen Tag stehe während der Arbeitszeit und es gibt ihnen einfach die Möglichkeit, ihre Vorstellungen mit der Realität abzugleichen. Ich habe Mohnflässerl, Salzstangerl, Knoblauchstangerl und Hanserl gemacht. Die Desi ist eine sehr engagierte Jugendliche, die schon sehr früh wusste, dass sie Bäckerin werden möchte. Sie ist sehr ehrgeizig, sie hat sich in Mathematik um einiges verbessert seit Schulbeginn, hat sich auch persönlich weiterentwickelt, was ihr Selbstbewusstsein und ihre Zielstrebigkeit betrifft. Und überlegt jetzt, und das ist gerade eine spannende Entwicklung, finde ich, die Doppellehre zu machen, nämlich Bäcker- und Konditormeisterin, was eine große Herausforderung werden wird, aber ich glaube, dass sie das schaffen wird. Ja, wir haben letztes Jahr schon einen Lehrling aufgenommen, der Lernschwächen gehabt hat, der Unterstützung gekriegt hat, besondere, und der entwickelt sich sehr gut, er bemüht sich sehr. In Oberösterreich werden derzeit ca. 7.000 Jugendliche im Rahmen von Neber betreut, mit einem Budgetvolumen von ca. 8,5 Millionen Euro. Wir entwickeln mit den jugendlichen Pflichtschülern, die sozusagen die Pflichtschule jetzt in einem Jahr abschließen werden, eine Perspektive für den beruflichen weiteren Weg. Also das heißt, wir schauen, wollen sie einen Lehrberuf machen, wollen sie eine weitere höherführende Schule besuchen oder was braucht es denn, um einen Lehrberuf zu machen? Und wir unterstützen sie bei der Entscheidung dahingehend, wie es denn nach der Pflichtschule weitergehen soll. Meine Botschaft an die Jugendlichen ist, sollten sie nicht wissen, was sie nach der Schule machen wollen, sollten sie sich vertrauensvoll an Jugendcoaching wenden. Dort gibt es Personen, die ihnen helfen, sich zu orientieren und ihren Neigungen entsprechend einen guten oder den besten für sie geeigneten Ausbildungsplatz zu finden oder auch einen Arbeitsplatz, wenn das die beste Lösung wäre. Ich glaube, dass jeder Mensch einfach die Chance verdient, wenn er irgendeine Schwäche hat, dass er in die Gesellschaft integriert wird.